Warner Brothers hat die Unterhaltungsindustrie Anfang des Monats in Aufruhr versetzt, als sie ankündigten, dass ihr gesamtes Filmprogramm für 2021 gleichzeitig im Kino und auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlicht wird. Während es unklar ist, welche dauerhaften Auswirkungen dieser Schritt für die Zukunft der Filme haben wird, wird Warner Brothers zweifellos die Branche auf mehreren Ebenen beeinflussen, sogar bis hin zu den Top-Schauspielern im Filmgeschäft. Der jüngste Schritt, der durch die Schließung von Kinos und Dreharbeiten durch die Pandemie ausgelöst wurde, sorgte für ein Jahr voller Ungewissheit für Unterhaltungsunternehmen, Schauspieler, Regisseure und alle dazwischen. Während die Produktion größtenteils wieder aufgenommen wurde, ist die traditionelle Veröffentlichungsstrategie der Vertreiber weiterhin unsicher. Filme, die als große Blockbuster erwartet wurden, wie Disney und Marvels Black Widow, haben ihre Veröffentlichungstermine nach hinten verschoben, während andere direkt zum Streaming geschickt wurden. Christopher Nolans Tenet, vertrieben von Warner Brothers, war der größte Film des Jahres, der seit Beginn der Pandemie ausschließlich in den Kinos anlief und an den Kinokassen nicht gut abschnitt. So ging Warner Brothers mit Wonder Woman 1984 einen anderen Weg und verschob den Film zweimal, bevor man sich endgültig auf einen 25. Dezember als Starttermin einigte, sowohl auf HBO Max als auch in den Kinos zur gleichen Zeit. In der Annahme, dass diese Entscheidung zu weniger Ticketverkäufen führen wird, warnte Warner Brothers laut The Hollywood Reporter und der New York Times die wichtigsten Wirtschaftsakteure des Films im Voraus, darunter die Kinogesellschaft AMC und die Agenturen, die den Star des Films Gal Gadot und die Regisseurin Patty Jenkins vertreten. Sie stimmten zu, Gadot und Jenkins jeweils mehr als 10 Millionen Dollar zu geben, um den Prozentsatz des Kassenumsatzes auszugleichen, den sie normalerweise erhalten würden. Da Warner Brothers jedoch angekündigt hat, diese hybride Veröffentlichungsmethode für alle 17 seiner kommenden Filme im Jahr 2021 zu verwenden, schreibt die New York Times, haben sie zufolge keine ähnlichen Deals mit den Top-Listen-Schauspielern abgeschlossen. In der Regel erhalten Schauspieler zwei Gehaltschecks für einen Film, einen garantierten und im Voraus gezahlten und den zweiten, der von der Leistung und dem finanziellen Ertrag des Films abhängt. Da die Kinobetreiber im Jahr 2020 unter erzwungenen Schließungen und geringeren Besucherzahlen gelitten haben und es so aussieht, als würden sich diese Probleme auch im neuen Jahr fortsetzen, wird dieser zweite Scheck für die Filme des Jahres 2021 schlanker ausfallen, als jeder Schauspieler bei der Unterzeichnung seines Vertrages erwartet hatte. Während die Warner-Filme nur einen Monat lang auf HBO Max zu sehen sein werden, wird die gleichzeitige Veröffentlichung wahrscheinlich noch mehr von diesem zweiten Gehaltscheck abschneiden. Vermutlich hat Warner Brothers den 10 Millionen Dollar Deal mit Gadot gemacht, um diese Diskrepanz auszugleichen. Aber jetzt, wo mit Spannung erwartete Filme wie Dune und The Matrix 4 den gleichen Weg wie Wonder Woman 1984 gehen, hat Warner Brothers den Stars dieser Filme nicht den gleichen Deal angeboten. Wie die New York Times berichtete, betrifft dies auch Schauspieler wie Keanu Reeves, Denzel Washington, Angelina Jolie und Will Smith. Die Agenturen, die sie vertreten, wurden nur etwa 90 Minuten vorher informiert, bevor die Ankündigung an die Presse ging, was die Beziehung zwischen diesen Schauspielern und dem Studio verschlechtern könnte. Es könnte auch zu unschönen Rechtsstreitigkeiten führen, da große Agenturen und große Stars dazu neigen, eine ziemlich anständige rechtliche Vertretung zu haben. Als HBO Max im Mai eingeführt wurde, hatte der Dienst es schwer, mit der Vielzahl der anderen verfügbaren Streaming-Dienste zu konkurrieren. Laut CNET erreichte er in den ersten 5 Monaten nur 8,6 Millionen Abonnenten, verglichen mit 50 Millionen bei Disney Plus im gleichen Zeitraum. Obwohl HBO Max für die Streaming-Rechte seiner Filme an Warner Brothers zahlen muss, gehören beide letztlich zur gleichen Muttergesellschaft Warner Media. Einige Agenten sind der Meinung, dass Warner Brothers sich an andere Streaming-Seiten hätte wenden sollen, um den besten Lizenzpreis zu finden. Aber jetzt ist es unklar, ob diese Schauspieler irgendeinen Anteil an einer möglichen Abonnentensteigerung von HBO Max erhalten werden. Wie genau diese Gebühren in einer zukünftigen Vergütungsstruktur aufgeteilt werden können, wird wahrscheinlich die Aufgabe eines Teams von Studiobuchhaltern sein. Während die Entscheidung für Wonder Woman 1984 nicht ideal war, wurde sie aufgrund der Pandemie als notwendiger Schritt akzeptiert. Der Deal für 2021 frustriert jedoch Agenturen und Kinobetreiber, denn es besteht die Erwartung, dass die Kinobesucher irgendwann im nächsten Jahr in die Kinos zurückkehren. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus sind bereits auf dem Markt und man geht davon aus, dass sie im nächsten Frühjahr allgemein verfügbar sein werden.
werden. In dieser Logik könnte das bedeuten, dass Filme, die für einen späten Kinostart im Jahr 2021 vorgesehen sind, einen normaleren Kinostart hätten haben können. Doch Warner Brothers hat das für seine eigenen Filme vorsorglich geändert. Das Publikum könnte sich entscheiden, einfach zu Hause zu bleiben, anstatt in die Kinos zu gehen. Es bleibt abzuwarten, ob andere Unterhaltungskonzerne wie Disney dem Beispiel von Warner Brothers folgen werden. Aber vielleicht warten sie noch ab, wie sich Wonder Woman 1984 damit schlägt. So oder so, es ist eine schlechte Nachricht für Filmstars und noch schlechter für die Kinos im Allgemeinen. Seht euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme und Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.